Oh, Martin hält mein Händchen. Ey, yo. Welcher essen wir heute? Ey, mein Schluck auf, das tut mir ja total leid. Ich komme mir vor wie so ein Besoffi, aber ich bin ja auch besoffen. Ey, yo. I know you don't smoke weed. I know this. But I'm gonna get you high today. Cause it's Friday. You ain't got no job. And you ain't got shit to do. Yeah. Ich sage dir, allein die Tatsache, dass Joe Biden Präsident ist, da muss ich nicht an eine große Weltverschwörung glauben, sondern ich sage, du bist behindert oder Neger. Weil ich sag doch auch nicht, guck mal, ich trete hier gegen dieses Kindergartenkind in Windel an, um irgendeine Wahl zu gewinnen. Präsident Joe Biden ist kein Hosenscheißer, das mache ich mir nicht zu eigen. Ganz ehrlich, wenn mein Gegenkandidat ein Hosenscheißer wäre, würde ich sagen, und das mache ich ja auch in meinem normalen Leben, würde ich sagen, fickt euch, ich nehme an dieser Wahl nicht teil, Hosenscheißer und Kinderficker. Halt mal die Klappe, Joe Biden ist kein Kinderficker. Hör auf, so eine Scheiße zu labern. Hör auf, so eine Scheiße zu labern, das ist echt ein echter Verschwörungsmist. Joe Biden ist auf den Teufel, wenn ich entschuldige dich jetzt bei Joe Biden, das geht echt hier zu weit. Das ist, er ist kein Kinderficker. Das ist, ja, aber das, was du machst... Aber er fässt Kinder an. Man hat, es gibt Videos, da fässt er Kinder an, da fässt er Schwarze an, der krabbelt Leute an. Und diese rechte Hetze bei dir her? Ich werde mich nicht bei Joe Biden entschuldigen. Aber wo kommt diese rechte Hetze bei dir her? Es, die Kinderficker bei Anfangern haben nichts mit Seit wann bist du so ein Nazi-Schwein? Kinderfickerei anzufangen. Er ist es aber nicht und hat damit nichts zu tun, auf solche Leute zu verleumden. Anne Hönne, wo kommt dieser rechte Scheiß her? Bitschu. Warum schaust du Bitschu? Schau ARD und ZDF. Schau Dreisat Kulturzeit. Hey, yo. Schau Arte. Hey, yo. Schau doch kein Bitschu. Schau doch Arte. Wir treffen uns im Himmel. Du verbreitest hier verschwörungsideologischen Bullshit. Ey, ja. Du schwurbelst hier rum. Woher kommt das? Woher kommt das? Der Senil-Tata-Kreis hat schon mehr... Hör auf, die Leute zu beleidigen. Einfach auf. Was ist denn das für ein Abfuck? Das ist Abfuck. Kompakträumung ist ebenso Hollywood wie Trump-Attentat. So eiskalt bin ich. Also der Anführer der freien Welt führt sich auf wie ein Tata-Kreis. Wenn du das gut findest, bist du schwul, behindert, Zigeuner oder Neger. Mehr sage ich nicht. Komm, lass weitergehen. Diskriminiere ich Joe Biden oder was? Ich distanziere mich von Mafia. Du hast das Z-Wort gesagt, du hast das N-Wort gesagt. Zigeuner, Neger. Du siehst aus wie ein Neger. Ich bin es wirklich leid. Wir können uns nicht mehr einigen, wenn wir uns nicht einigen, dass wir hier in einer kontrollierten satanischen Gesellschaft leben. Und wer das gut findet und sagt, hör, das ist alles natürlich, fick dein Menschenbild. Fick dich und fick dein Menschenbild. Du solltest mal wirklich Hilfe in Anspruch nehmen. Ziemlich starker Tobak, was hier vom Stapel lässt. Ja. Davon ist in den Wolfsgruß. Ja, schlimm, rechtsextremistisch. Ich finde es schön und ich finde es nachvollziehbar, dass es als Protestaktion immer mehr verwendet wurde und dass alle so rumgelaufen sind. Aber wie gesagt, das gibt es auf jedem Rockkonzert, das macht der Satanistenpapst. Und das ist wie das Kreuz, das ist ein Symbol oder die Swastika. Es ist ein Symbol und wir haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wofür das steht. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür die Swastika steht. Ich habe mit diesem Symbol des Hakenkreuzes verbinde ich nicht den Nationalsozialismus, aber weißt du, hängt euch an euren weltlichen Scheißsachen auf. Ihr seid primitiv, ihr seid einfältig. Das ist nicht mehr mein Ding. Mich interessiert nur das Göttliche. Krieg oder Frieden? Behindert.